Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute wieder die Beantwortung einer Zuschauerfrage. Sie kommt heute aus Thailand. Und wenn der vordere Teil deiner E-Mail-Adresse thailändisch ist, dann ist es eine Sprache ohne Vokale. Aber sowas gibt's nicht. Liebes Modern Koi Blog Team, ich schaue mir sehr gerne und konzentriert die Infos und Videos von euch an. Ich lebe in Thailand und habe einen Koi Pot mit 3 Filterkammern. Der Pott hat 15.000 Liter, die Kammern sind mir aber zu klein geraten und haben nur ein Fassungsvermögen von je 400 Liter. Also es ist knapp unter 10% vom Anlagenvolumen. Dies möchte ich nun ändern mit einer neuen Filteranlage gepumpt. Ich werde 3 große Kunststoffbehälter mit je 1.000 Liter, das ist natürlich geil, hast du 3.000 Liter, hast du 20% Wasser aufstellen. Dazu eine Pumpe mit 15.000 oder 20.000 Liter. Pro Stunde, die an den 2 Bodenabläufen angeschlossen ist und das Wasser in den ersten Behälter bringt. Die Größe der Rohre bei den Bodenabläufen sind leider nur 50 mm Durchmesser. Ich würde dann je 3 Behälter mit je 4 Rohren und auch wieder 50 mm Durchmesser, die plus minus in die Mittehöhe angebracht sind, mit einem 90 Grad Winkel verbinden. Den Auslauf würde ich dann mit einer Pumpe, die wieder 15.000 bis 20.000 Liter verbinden, um das Wasser in den Pott zurückzubringen. Da ich noch einen Wasserfall beim Pott haben würde und ich bei der Pumpe ein T-Stück anbringe, wo die eine Seite in den Teich geht und die andere zum Wasserfall. Denkt ihr, liebes Koi-Block-Team, dass so etwas gut funktioniert oder nicht? Danke euch für ein Feedback oder Ratschläge für meine Veränderung. Liebe Grüße aus Thailand. Frederik. Also Frederik, das hat einen Fallstrick, den ich so nicht machen würde. Und ich sage dir gleich warum. Dazu brauchen wir Eyewear, wir brauchen Notes, wir brauchen nicht das Ding vom letzten Mal. Also deine Filtergröße passt und wenn du da Wasser hineinpumpst, das ist dein Teich. Heute in grün, nee, grün ist scheiße, gefällt mir gar nicht. Wir machen den Teich in schwarz, so wie wir das immer machen. Also, das ist dein Teich. Hier stellst du 3 Filtertöpfe auf. So. Und die verbindest du immer mit 3 50er Rohrleitungen. Das ist schon mal zu wenig. Da würde ich auf jeden Fall auf 100er Rohrleitungen gehen oder 200er, weil du willst ja immerhin ca. 15.000 Liter nachher pumpen. Und denk dran, wenn du eine Pumpe kaufst, wo 15.000 Liter draufsteht, bring die keine 15.000 Liter, sondern wenn du so ein gepumptes System hast, das hier ist ja die geodätische Druckhöhe, die da die Pumpe auf jeden Fall überwinden muss, zieh einfach 50% ab. Wenn du 15.000 Liter im Kreislauf laufen haben möchtest, da muss die Pumpe im Teich zwingend, und ich meine zwingend, ungefähr 30.000 Liter haben. So, jetzt hast du hier eine Pumpe und du sagst, du hast nur 50er Rohrleitung, dann brauchst du davon wenigstens mal 2, ob du jetzt 2 kleine oder eine große Pumpe nimmst, das überlassen wir dir, aber du solltest auf jeden Fall mit 2 Leitungen, und wenn die parallel gehen, gehst du in deinen Filter rein. Ja, so. Dann hast du das Wasser schon mal im Filter, jetzt fließt es da durch. Das würde ich mit DN100er Leitung miteinander verbinden. Und jetzt hast du die letzte Filterkammer. Und jetzt sagst du, hast du hier einen Wasserfall. Ja, so, wie malen wir einen Wasserfall? Ihr habt so schöne Steine in Thailand. Dann kritzeln wir hier da irgendwas. So, jetzt hast du gesagt, du machst hier hinten nochmal eine Pumpe, lassen wir sie trocken ansaugen. Und jetzt hast du gesagt, die Pumpe soll einmal zum Wasserfall und einmal zurück in den Teich. Ja? Und jetzt sage ich ganz einfach, das wird so nicht funktionieren. Weil, wie stark ist die Pumpe, wie willst du das synchronisieren? Ja, du musst ja, das muss ja am Ende passen, dass das Wasser, was du hier hochpumpst, muss ja die gleiche Menge sein wie das hier. Pumpst du hier mehr, pumpst du die Filterkammer leer, pumpst du hier weniger, bringst du das Wasser nicht weg, dann läuft im schlimmsten Fall die Filterkammer über. Das macht alles überhaupt keinen Sinn. Von daher, in so einem Fall hast du mehrere Möglichkeiten. Um genau zu sein, hast du 2 Möglichkeiten. Du kannst einmal sagen, du machst den Abgang hier und pumpst über den Wasserfall. Ja? Dann hast du halt in dem Moment, wo der Wasserfall, du wirst ihn ja nicht Tag und Nacht laufen lassen, würde ich zum Beispiel nicht, weil dann hast du starke Tag-Nacht-Abkühlung. Wenn du tagsüber einen Wasserfall haben möchtest, und das sind wahrscheinlich 3.000, 4.000, 5.000 Liter, dann lass hier einfach, zweig das Wasser hier ab
und hier immer per Schwerkraft zurück. Ja, einfach auch wieder, reicht ein 100er Rohr, 110er Rohr, ein 110er Rohr, wo das Wasser per Schwerkraft den Teich zurückfließt. Wenn die Filterbehälter so 80 cm hoch sind, reicht das völlig aus. So, hier, dass die letzte Kammer nicht leer läuft, immer nach oben, gibt dann so ein bisschen ein hässliches Ansauggeräusch. So, also hier per Schwerkraft zurück und je nachdem, ob du hier was abzweigst oder nicht, kommt hier mehr oder weniger Wasser. Aber du hast keine zwei Pumpen, die im Prinzip 100% synchron laufen müssen und oder sollten. Oder das Allerbeste in solchen Fällen ist immer noch, auch wegen der Steuerbarkeit, du lässt das hier weg und machst dir hier eine zweite Pumpe in den Teich, die dir hier deinen Wasserfall und da machst du einen Timer hin, eine Zeitschaltuhr hin, die dir die Pumpe, immer wenn du einen Wasserfall haben willst, einschaltest oder wieder ausschaltest. Aber alles andere ist entweder zu aufwendig oder funktioniert nicht. Das Rohr brauchen wir ja wieder. So. Alles andere ist zu aufwendig und wird dir langfristig keine Freude bereiten. Also die Wasserfälle sind eigentlich am besten so, wenn du eh schon Pumpen im Teich hast, dass du das Wasser dann bei einer gepumpten Anlage aus dem Teich nimmst und dort auch gleich wieder zurücklässt. Also, so würde ich das machen. Vielen Dank für deine Frage aus Thailand. Mach's gut und ich glaube, mit Temperaturen habt ihr da eher nach oben zu kämpfen als nach unten, aber ihr habt natürlich perfekte Wachstumsbedingungen. Mach's gut und bis dann. Ciao.